Oh, falscher Prank. Jo, Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei Flexit. Freut mich, dass ihr eingeschaltet zu einem neuen McDonalds-Prank auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. Und eigentlich hatten Lukas und ich schon einen ganz anderen Anfang gefilmt. Aber, Freunde, gestern ist das wichtigste Video von mir überhaupt online gegangen. Nämlich mein 200.000-Abonnenten-Special. Ist eigentlich auch in der Art so ein kleines 100.000-Abonnenten-Special. Weil ich habe schon immer von so einem Video geträumt. Damals, wo ich mit YouTube angefangen habe, haben so viele Leute gesagt, das heißt so viele, ein paar Leute gesagt, ey, Felix, was du da machst, das wirst du niemals schaffen. Du wirst niemals die 100.000 Abonnenten haben. Und ich glaube, für jeden, der jetzt mit YouTube irgendwie anfangen will oder der im Moment in einer Phase ist, wo irgendwelche Leute sagen, ey, das wirst du nicht packen, gönnt euch einfach das Video. Ich glaube, das ist einfach eine krasse Motivation. Ich habe davon immer geträumt, irgendwelche anderen Leute noch irgendwie zu motivieren, irgendwelche Dinge zu schaffen, wo manche Leute sagen, das ist unmöglich, Leute. Checkt bitte das Video ab, teilt es mit euren Freunden. Und ich glaube, das ist eine gute Motivation für jeden, der mal irgendwie mit YouTube anfangen will. Und ja, in dem McDonalds-Prank heute, wir haben einfach so doofe Sachen gemacht. Also die Polizei ist wirklich fast gekommen in diesem Prank. Lukas und ich haben einfach erstmal alles nachgesprochen und dann irgendwann mal gar nicht mehr gesprochen. Also ich will auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, Freunde. Checkt jetzt erstmal den McDonalds-Prank ab und dann schaut euch dann das Video an von gestern. Also es ist wirklich so wichtig für mich, wenn ihr das auch noch abchecken könntet. Und ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Prank. Bis gleich. Ich bin nicht so breit, Junge. Du hast gar nicht so dicke Arme. Ich hab dicke Arme, Alter. Du hast mich, glaube ich, nur noch nicht gesehen. Er geht eine Woche trainieren, Freunde. Denkt, er wäre Herkules, ey. Alter, eine Woche trainieren. Ja, warte mal. Guten Tag, Ihre Bestellung, bitte. Guten Tag, Ihre Bestellung, bitte. Ein paar Sekunden später. Oh, die tragen gerade irgendwas ein, die haben gar nichts bestellt. Egal, lass mal kurz einen Pizzas-Vergleich machen. Hallo? Ja. Hallo? 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 Möchtest du bestellen? Möchtest du bestellen oder was? Was? Fahr einfach weiter. Fahren weiter. Hallo? Hallo? Hallo! Oh, falscher Prank. Warte. Nein, wir warten jetzt. Möchten Sie jetzt etwas bestellen? Ja, wir möchten etwas bestellen. Ja, warum nicht von Anfang an? Ja, warum nicht von Anfang an? Entweder ihr lässt das jetzt oder ihr könnt gehen. Ohne Scheiß. Wir lässt das jetzt. Benimmt euch mal ein bisschen. Entweder ihr lässt das jetzt oder benimmt euch, sonst sind wir nicht im Kindergarten jetzt hier. Komm, geht. Ein Cheeseburger. Sollen wir jetzt durchgehen eigentlich? Ich hab gesagt, wir sollen laufen. Ein Cheeseburger, bitte. Badabababa. Hallo! Oh, Felix, ich geh mal ein bisschen. Was ist mit dir? Oh, machen wir jetzt ein bisschen. Nein, hallo, ein Cheeseburger, bitte. 12 Sekunden später. Komm mal vor. Willkommen bei McDonald's. Komm mal vor. Das Ding ist, Leute, das ist jetzt wirklich so eine, die kommt raus und da hört man nur auf Nacken. Auf richtig Nacken. Ey, auf dem sind deinen, nicht meinen, Alter. Ich hab voll Angst. Die ist direkt voll aggressiv geworden. Normalerweise immer alle so, ja, kommen wir da vorne. Lass mal sofort mal direkt schon so einen Nacken zeigen. Ihr macht ja auch mal so ein Ding dahin, das ist unser Markenzeichen. Ihr macht immer so ein, das ist so ein Fühler. Warte, wenn ich das mache, dann denken direkt, ich verarsche die. Ja, okay, schon auch wieder, Freunde. Ja, hallo. Alter, ich hoffe, jetzt ziehe ich jetzt was raus, Lukas. Wenn ich jetzt was rausziehe, was kriege ich von dir? Bah, ich will es gar nicht sehen. Und hör auf in meinem Auto. Du, hör mal auf jetzt! Junge, ich fick dich, den holst du. Sie können direkt bitte weiterfahren, ihr bekommt hier nichts. Sie können direkt weiterfahren, wir bekommen hier nichts. Ja, genau. Und du brauchst ja, genau. Die ganze Zeit nachsprechen. Ich brauche dich die ganze Zeit nachsprechen. Entweder ihr geht oder ich rufe die Polizei. Entweder ihr geht oder ich rufe die Polizei. Zwei Cheeseburger bitte einfach. Du bekommst nichts. Du bekommst dich, verpiss dich! Entweder du gehst jetzt oder ich rufe die Polizei noch einmal. Und brauchst du entweder du gehst jetzt oder rufst die Polizei. Ich bin kein Esel und auch kein Papagei. Ich bin kein Esel oder kein Papagei. Ia! Ich hab's. Ia! Jetzt fahr vor, Digga. Fahr, wir fahren nochmal mit meinem Auto rein. Komm, okay. Dann kann man mit meiner Nummer. Da können die gar nichts machen, ne? Da kenn ich nichts, Freunde. Die hat mich als Esel verpisst, nicht gesagt. Da kenn ich nichts. Ey, da kenn ich nichts. Freunde, ich bin doch kein Esel. Also, wenn ihr ein Esel ist das Lukas, aber ich nicht, ey. Dann lass ihn nicht auf mir sitzen. Komm. Alter, jetzt geht der Rage. Jetzt geht's richtig los, Freunde. Jetzt bin ich aggressiv. So, Freunde, wir müssen jetzt gerade kurz verstecken. Wir fahren jetzt mal mit meinem Auto rein. Oh, gerade Gott. Der Typ, der hinter uns ist vorbeigefahren, hat zu mir gesagt, Pisser. Pisser, das Spaß, ich weiß gar nicht. Er hat auf jeden Fall Pisser, glaube ich, gesagt.
die waren auf jeden Fall aggressiv. Wir fahren jetzt mal. Mir ging, wir fahren nach Hause. Aber Felix, die Fresse. Er wollte das machen. Er wollte das machen. Er meinte, wir wollten nochmal rein. Nein, Spaß, weil Freunde, wir ziehen das jetzt durch. Wir fahren jetzt nochmal rein. Spannung ist auf jeden Fall da. Spannung, wir wechseln dafür das Auto. Aber nee, warte mal, wir wechseln nicht das Auto. Nee, weil das ist mein Auto, mein Kennzeichen. Warte mal, doch, nimm dein Auto. Nimm dein Auto, nein! Felix, du fährst jetzt, ne? Ich trau mich. Du fährst jetzt, Alter, ich hab richtig. Ich Schnuck vor der Kamera. Junge, ich geb da gleich dich, der Schnuck. Komm, Steigein, einmal rein in die schöne Stube. Du fährst jetzt, Digga, vorbei. Jumma! Schuh, Alter, wie soll ich denn hier sitzen, Junge? Ich fuck zu Hause, das kann ich ja nicht sagen. Also. So Leute, die Karre hier kennt ihr noch von den ganzen alten Max Springs. Und bestes Auto gib überhaupt. Gib mal bitte den Ding jetzt. Ja, du sitzt wie so ein kleiner Junge, ja, ich bin... Ja, das ist gut so. Schuh! So, gib mal her. Alter, jetzt kriegen wir so auf die Fresse. Oh mein Junge, Gott. Ja, Junge, du hast eh nichts. Fahr! Ja, ich hab die Feier zu Hause. Ist mir scheißegal, Lukas. Wir lassen dein Auto hier stehen. Leute, ich will es echt nochmal sagen. Nimmt das auch keine McDonalds-Mitarbeiter böse, wenn man so reagiert. Genau. Wenn das schon so Spaß ist, wie wir kommen. Ich würde auch beleidigen und so, keine Ahnung. Jungs, klapp mal runter. Oh mein Gott, Digga. Ja, die feiern schon, Digga, die feiern schon. Was soll ich jetzt machen, Junge? Ich wollte hier nicht rein. Du bist jetzt hier und du sprichst jetzt nochmal alles nach. Oder sag nur einen Cheeseburger bitte. Ja. Und dann fahren wir nach vorne, weil andere Karre, die erkennen nichts. Ja. Und dann fängst du an nachzusprechen. Ja, wie sagen. Aber nee, wir machen das vorher. Wir machen das, um ein bisschen zu entschärfen. Wenigstens, wir fahren rein, bestellen einen Cheeseburger. Dann können wir den Jungs auch gleich einen Cheeseburger da schenken. Ja. Und dann machen wir das so. Haben Sie gerade diese Idioten mitbekommen, die alles wiederholt haben? Das war der richtige Spaß, die so. Denken Sie, die hätte ich nicht gesehen, oder was? Gib mal irgendwas rüber, zieht. Nein! Ey, es geht warte, los. Warte, warte. Bestell erstmal einen Cheeseburger. Hey, hey, bestell erstmal einen Cheeseburger, ja. Fahr mal! Ein ganz anderer Typ jetzt. Nein, wir sprechen jetzt weiter dann. Nein, ist mir egal. Guten Tag, ein Cheeseburger bitte. Außerdem? Das war's. Außerdem. Ich auch. Kleiner Anwendung. Ey, Lack Schuh, ich guck mal, dass sie aber da aus. Und ich hab mal, guck mal da. Die kleinen Kinder feiern das dann, ne? Nice, Jungs. Felix macht jetzt voll auf lieb und will da irgendwas entschärfen. Also ich blabber jetzt weiter nach. Ja, du bist auch nicht der Fahrer. Ich guck mal, Digga, wie die da schon sind. Oh mein Gott, die Frau fickt uns. Ich mach einfach Sonnenblende. Die sieht doch auch eine Sonnenbrille. Voll wie ein Spasti sehe ich hier aus. Du siehst sowieso aus wie ein Spasti. Sonnenbrille oder? Hi. Hi. Haben Sie das gerade mitbekommen? Hier waren gerade so richtige Idioten in so einem weißen Mercedes. Haben Sie das gerade mitbekommen? Hier waren so Idioten, die haben einer ganzen Frau alles so nachgesprochen. In so einem weißen Mercedes waren die. Ja. Haben Sie mitbekommen? Richtige Dulex. Ja. Richtige Ottos waren das. Ja. Genau. Du kriegst das Geld erst, wenn du nachsprichst. Guck mal, jetzt da vorne, wie viele Leute sind jetzt hier? Du kriegst das Geld erst, wenn du nachsprichst. Nein, ich mach das nicht. Ja, da hast du kein Geld zu bezahlen, du hast schon bestellt. Wieso schreien hier die Leute rum? Die holen die Leute. Du hast schon bestellt. Du hast schon bestellt. Ich hab kein Geld, Bro. Ich hab wirklich nicht mehr, ne? Ich hab kein Geld. Doch mal, was denn auch? Dann guck mal nicht bei dem Auto. Sprich nach, sonst ist echt zu langweilig. Digga, ist kein Witz. Nein, dann der Filialleiter da. Scheiße, der hatte da gerade echt ein Telefon. Ich weiß nicht, wie er angerufen ist. Sprech einfach nach. Nein. Sprech einfach nach. Was soll passieren? Ich schwöre, die hatte gerade ein Telefon. Ich. Vorne geht bei mir gerade wieder der Kackstift. Der gilt gerade sowas von jeder rein. Anruf geht direkt zur Polizei. Ja. Warum fahren wir mit meinem Auto wieder? Jedes Mal der gleiche Wow! Was ist los? Was ist? Guck mal, die Jungs, die haben schon. Alles entspannt, Digga. Geht das mal schneller? Lukas. Alter, Felix. Felix, Mann. Entschuldigung, da kann ich nichts für. Lukas, ich bin raus. Wir machen auch nichts mehr. Das war der letzte Prank. Ich bin raus. Ich bin raus. Ey, bei meinem Auto macht der wieder nur Scheiße. Ich hasse diese jungen Freunde. Junge, bin du so. So, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, ich habe zum ersten Mal Angst gekriegt. Ja! Das ist ein Megafon. Oh, fuck, das Megafon ist in meinem Auto. Scheiße. Das war so gut. Lukas, ich. Da hätte ich schon die Polizei. Lukas, ich fake jetzt nicht. Guck mal, hinten ist das Auto. Oh. Ich sehe die Polizei, aber die steht am Parkplatz vom Bauhaus. Ja, aber trotzdem. Wahrscheinlich sehen die jetzt unser Auto und denken sich, wow, die müssen wir catchen. Ey, Lukas, warum kriegen wir denn hier nichts? Es ist jetzt mal richtig. Bleib hier, du bleibst hier stehen, Alter. Du bleibst. Oh, Lukas, es ist hier wirklich bedenklich jetzt gerade, ne? Machen wir mal das Auto aus und bleiben hier. Ey, Lukas, ist gerade wirklich bedenklich. Es ist wirklich bedenklich jetzt. Ich überlege gerade. Lukas, es ist gerade. Schnecke! Wo hat er jetzt gerade wieder diese Eier her? Weißt du das? Erklärst du mir bitte. Wo hat er diese Eier gerade wieder her? Entschuldigung? Entschuldigung! Lukas, wir werden so gekippt. Ich hatte einen Schießburger nicht bestellt. Katharina! Einen Schießburger hatte ich bestellt. Zwei hatten wir bestellt. Warum nicht bestellt?
Doch, ich hatte einen Schuh vorne bestellt, aber keiner bedient mich. Okay, kleinen Moment. Kleinen oder großen. Lukas, ja, die Kopf, Lukas, wir haben selbst die Kopf. Wir sollten jetzt mal wirklich fahren, Lukas. Das ist gerade eine richtig scheiß Masche von denen. Lass uns jetzt mal bitte wirklich fahren. Also, ich kann wegfahren. Nee, ja, Digga, was denn? Doch, die besprechen sich da gerade. Das ist kein ja, was sollen die besprechen? Lukas, guck dir das mal an. Was wollen die denn besprechen? Lukas, guck mal den links rein. Ja, was sollen die denn besprechen? Ich sehe eh nichts. Scheiße, ohne Scheiße. Jetzt geht's los. Oh, yeah. Lukas, ich würde jetzt wirklich fahren. Die warten darauf, da vorne, ne? Ey, da vorne ist ja echt Polizei. Ja. Ja, aber die stehen dann auf dem Parkplatz. Junge, guck dir mal nicht nein, rein. Nein, ich fahr jetzt, Digga. Wir fahren nicht. Können wir tauschen? Lukas. Mm-mm. Du müsst jetzt abbrechen. Der erste Mac ist, du musst abbrechen. Ich breche nichts. Aber das Einzige, was ich mache, ist hupen. Alter, Lukas, ich hoffe, du hast okay, nicht dann hau ab. Dann hau ab, fahr. Ja. Dann fahr. Komm, fahr ich weg. Fahr weg. Komm, komm, Alter. Scheiße. Wir haben abgebrochen, Freunde, aber ohne Scheiß ist es besser so. Glaubt es mir einfach. Glaubt ja, es mir, Lukas. Wir müssen jetzt. Wir warten, können ja gar nicht warten. Wir müssen Speicherkarten wegverstecken. Alter, wir gehört die kranke Karre hier. Warte, ich glaube, ich fahre damit jetzt. Fick dich, okay, okay. Lukas, schnell weg hier. Ja, wir hauen jetzt ab, ey, Leute. War ein guter Prank. Nee. Ja, Freunde, das war der McDonald's-Prank. Ich würde sagen, wir haben krass übertrieben. Also, es war vielleicht von der Aktion nicht der krasseste Prank, aber bei uns, weil wir das richtig alles gefühlt haben, Leute, Adrenalin-Level. Überloaded, Alter, das war so krank. Ja. Jetzt gerade Lukas ist nochmal abgehauen, da kam Polizei denen entgegen. Hier auf dem Parkplatz war Polizei. Also ich dachte, wir werden jetzt echt zum ersten Mal gecatcht. Ich habe die ganze Polizei Zeit sogar gefilmt. Ja, ja, ich hab's auch sogar, glaube ich, gefilmt. Vielleicht hat's auch gesehen. Ich dachte einfach, wir werden zum ersten Mal gecatcht. Die löschen die Speicherkarte. Ich hab mir das so geforscht in Amerika. Die Speicherkarte machen die einfach so kaputt. Ja. So weißt du, dann sagen die, ja, ciao, Jungs. Aber zum Glück nichts passiert, Freunde. Wir entschuldigen uns auf jeden Fall auch nochmal bei den Mitarbeitern. Ja. Ne? Wir haben ein bisschen übertrieben. Alles gut. Aber wie gesagt, ich kann euch verstehen, ihr macht euren Job, wenn dann solche Pisser kommen wie wir beide. Ciao. Ja. Lasst einfach gerne mal einen Daumen nach oben da, Freunde, und so ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Checkt Lukas' Kanal ab und hier, den Dude könnt ihr auch mal folgen auf Instagram. Vielleicht vergesse ich es nicht mit verlinken. Vielleicht Bodybuilding, Alter. Ja, genau. Haut rein, Freunde. Ciao.